it doesn't leave me. It just stays with me. And when I dance, I think it's the super happiness you have in the world. So I have been performing in Chidambaram Temple, where the dance comes from. So I had an opportunity to perform there, and I feel myself blessed with this dance. Schillernde Farben, klingelnde Glöckchen und eine ausdrucksstarke Mimik und Gestik. Die klassische indische Tanzrichtung Bharatanatyam ist schon tausende Jahre alt. Präsentiert von der Deutsch-Indischen Gesellschaft Münster und dem Kalanikethan Bharatanatyam Dance Institute gab Priyadarshini Tilak einen Tanzworkshop für Bharatanatyam im Studio Yoga Flow in Münster. Uns hat interessiert, wer sie ist, was sie mit dem Workshop erzielen möchte und was hinter dem Tanz steckt. My name is Priyadarshini Tilak and I also am a Bharatanatyam classical dancer. I studied my dance in India with my mother in the Hone School. And I also perform here for the Indian Consulate and Deutsche Indische Gesellschaft and many German events. And here I am to teach a small workshop for all the students here so that they can learn and know something about Indian classical dance. Bharatanatyam is bhava, that's expressions. Raga, that's the poles. And tala, that's the beat. This is the combination of expressions, song and the dance. It's called Bharatanatyam. Bharatanatyam ist eine alte, klassische indische Tanzform. Wie kommt es denn bei den Teilnehmern an? It's super interesting because I have all the entries from different countries. So we have some students from Spain, some from India, some Italians, some Germans, Russians. So we have a multicultural workshop here. And today they are learning a little bit about Indian dance history and the little gestures, how it is coming from the temples. Die gesamte Veranstaltung wurde unter anderem von dem Verein Deutsch-Indische Gesellschaft in Münster organisiert. Die stellvertretende Vorsitzende Julia Wessel war zudem auch anwesend und hat uns einen Einblick in die Strukturen und Ziele des Vereins gegeben. Also mein Name ist Julia Wessel und ehrenamtlich engagiere ich mich mit anderen zusammen in der Deutsch-Indischen Gesellschaft. Deutsch-Indische Gesellschaften gibt es in ganz Deutschland und hier in Münster gibt es eine ganz kleine Zweiggesellschaft. Und da sind Inder und Deutsche Mitglied und wir versuchen immer ab und an im Jahr eben kulturelle Events nach Deutschland zu holen. Das sind also indische Künstler, die auf Tourneen sind hier. Also das ist Musik, aber auch Tanz. Und schön ist dann, meistens sind es eben Aufführungen, die wir organisieren. Und schön ist aber, dass wir heute halt eben einen Workshop anbieten konnten. Das ist mal ein bisschen was anderes. Das glaube ich auch, also ein jüngeres Publikum eben eher anspricht. Normalerweise kommen eher so die klassischen Münsteraner Bildungsbürger und das ist auch toll. Aber es ist einfach toll, auch mal neue Gesichter zu sehen. So, das ist dann halt, ja, das fanden wir ganz schön, diese Gelegenheit. Wir versuchen auch Festlichkeiten eben aufzunehmen. Also wir haben zum Beispiel auch schon Holi gefeiert, bevor das irgendwie dann cool wurde, irgendwie im größeren Stil. Oder Diwali ist immer das Fest, das Lichterfest, mit dem das neue Jahr begangen wird. Und da versuchen wir auch dann immer ein Event zu organisieren und das dann ein bisschen feierlicher zu begehen. So ein allgemeines Allround-Indien-Interesse dann, ja. Der Stimmung nach zu urteilen, war es somit auch nicht der letzte Kurs, den Priya in Münster gegeben hat. Und Interessierte können sich schon auf weitere Veranstaltungen der Deutsch-Indischen Gesellschaft freuen.